Nee, Schussler, willkommen zu dem wie angekündigten Info-Update, wie ich ja meinte, bezüglich dem neuen Voting. Nämlich, ihr könnt jetzt wieder entscheiden, da das letzte Projekt, wo ihr für entschieden habt, nämlich Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, so gut ankam, sag ich mal. Also wirklich, für meine Verhältnisse sind da sämtliche Zahlen einfach mal durch den Himmel geschossen, dank euch. Hab ich beschlossen, euch nochmal die Wahl zu lassen. Ich habe mir wieder mal 4 Sachen für euch einfallen lassen, wo ihr nun entscheiden könnt, was ihr haben wollt. Den Link, den ihr dazu braucht, ist unten in der Beschreibung, findet ihr direkt unten. Und der Voting-Schluss ist Freitag, der 18. April um 18 Uhr. Ja, das sollte in etwa hinhauen, bis dahin hat jeder genug Zeit. Und dann müssen wir mal gucken, je nachdem, was gewählt wird, gucken wir denn, ich muss auch noch mal kurz erwähnen, Jack und Dexter, wie gesagt, warten immer noch viele unheimlich sehnsüchtig drauf. Ich persönlich auch, aber momentan ist mir das leider noch nicht gegeben, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich Jack und Dexter aufnehmen würde, würde meine Stimme so klingen. Dann müsste ich so aufnehmen, so wie ich jetzt hier sitze, ne? Ich weiß, es klingt scheiße. Weil ich leider keine Möglichkeit habe, mein Mikro anders zu platzieren, ohne dass es dann großartig scheiße klingt, muss ich denn erstmal warten, bis ich dann oben in der neuen Wohnung bin, weil da läuft das Ganze dann ein bisschen besser vonstatten. Da habe ich auch dann bessere Platzmöglichkeiten, Zweitmonitor etc., weil dann ist das ja alles nicht so getrennt voneinander. Ich denke mal, ihr versteht, worauf das hinaus will. Aber erstmal jetzt darauf hinaus, welche Projekte jetzt überhaupt am Start laufen und warum, gehe ich ja mal ganz kurz drauf ein. Nämlich haben wir einmal Unimusha 3. Dieses Spiel hat sich eigentlich jemand von mir gewünscht. Nämlich die gute Lissy meinte zu mir so, ich soll das spielen. Ich so, okay. I was like that. Und dann habe ich gesagt, gut, ich pack das mit ins Voting rein und lass euch entscheiden. Das ist ein Hack and Slay, soweit ich weiß. Sah ziemlich nice aus und kann interessant werden. Dann hätte ich noch Star Fox Assault. Ein Spiel für die GameCube, was ich persönlich gar nicht kenne, weil ich weiß, letztens vor nicht allzu langer Zeit hat Weird AP das Projekt gestartet, aber ich hab's mir extra nicht angeguckt, weil ich mir das Spiel halt nicht spoilern wollte. Ich wollte es halt blind spielen. Irgendwann mal. Und ja, das ist auch mit auf der Liste. Dazu hätten wir dann noch was etwas Kürzeres. Ich würde mal eher sagen, wenn das daran wäre, wird der zweite Platz auch noch LP. Nämlich Donkey Kong Country, der SNES-Teil. Der ist mir auch ganz sympathisch gewesen, habe ich glaube ich auch schon mal geschafft gehabt damals, vor langer, langer Zeit. Und das wäre nur ein ganz normaler Durchrun, also keine 100% oder sowas. Einfach ein ganz normaler Durchlauf. Und falls ihr noch mehr Bock auf noch mehr RPGs habt, weil momentan hier bei mir Mario RPG am Laufen, wo ihr ja mega gehypt drauf seid, muss ich mal sagen. Falls ihr aber noch mehr RPGs wollt, hätte ich noch im Angebot Mega Man X Command Mission für die Nintendo GameCube zu bieten. Solltet ihr daran Interesse haben, weil das Spiel wäre für mich auch blind und ich weiß allerdings, dass es ein RPG ist, ein rundenbasiertes und ich stehe auf solche Dinger. Wenn ihr euch das von mir geben wollt, dann votet dafür. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Abos, es gibt Likes. Es gibt sogar ein Spendenkonto für mich, but no one gives a shit about this. Auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Stimme. Dieses Projekt wird dann voraussichtlich nächste Woche Montag starten. Euer nächstes Wunschprojekt. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.